Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Wir sind zurück in Hammerhead, um da ein paar Missionen anzugucken. Wir gehen zuerst mal zu dem Dude. Jetzt kann's jederzeit losgehen. Ja. Was ist das hier? Ist mal was Anständiges. Vielleicht heitert dich das auf. Er ist immer anständig. Macht sich Sorgen um dich. Er ist klar, ich will mit dir reden. Alter, ich will mit dir reden. Dude. Ist so. Auch ordentlich? Klar, ohne dir Geld zu geben. Das hier sind unsere Problemkinder. Ach, hier habe ich alles erledigt. Wow. Gut, wir müssen ja sowieso Richtung Kai fahren. Der Fisch in Altissia war traumhaft. Von daher mache ich mir da keine Sorgen. Allerdings haben wir hier noch eine kleine Sidequest. Gucken wir doch direkt mal rein da. Oh? Na, macht ihr etwa gerade Pause, Hoheit? Schön wär's. Wieso? Willst du uns etwa einspannen? Keine Angst, das hatte ich eigentlich nicht vor. Hast du viel zu tun? Ja. Aber heute liege ich ausnahmsweise nicht unter der Motorhaube. Ich muss los und etwas besorgen. Ich habe nämlich eine ziemlich interessante Information aufgeschnappt. Geht um ein unheimlich seltenes Autowachs. Das wäre genau das Richtige für den Regalia. Wollte gerade los. Sollen wir nicht lieber gehen? Was? Ist doch für den Regalia. Eigentlich schon, aber... Na gut. Warum eigentlich nicht? Es wird aber gar nicht leicht, es zu finden. Wieso? Weil es irgendwo unterwegs vom Laster gefallen sein soll. Ach so. So ist das also. Es ist vom Laster gefallen. Knickknack. Wir sollen also nach dem Wachs suchen und es dann zu Sydney bringen. Soweit ich weiß. Unglaublich! Sydney wollte die Arbeit eigentlich für uns erledigen, oder? Ich werde es finden. So, wir haben zahlreiche Aufgaben, wie wir sehen. Malerische Liefertour haben wir. Wir haben vom Pech verfolgt oder überholt, was wir immer noch nicht gelöst haben, weil... Keine Ahnung, wo der Scheiß sein soll. Sid Sophia, der Meistermechaniker. Da müssen wir nach einem Dingenskirchen suchen. Müssen wir auch erstmal finden. Der aufstrebende Juwelier, da müssen wir auch hin. Auf weiter Flur, das ist sowieso woanders. Wilde Wasser sind tief. Na gut, sexy ist wirklich anders. Sexy ist anders. Ihr seht den Unterschied? So, das ist da hinten. Ich würde sagen, wir fahren erstmal zum Kai, ne? Komm, fahren wir zum Kai. Parkplatz, wo haben wir das denn? Golden Kai. Für 10 Gil mehr können wir direkt hinreisen. Das ist eigentlich ganz, ja, ganz praktisch. Ich glaube, das haben wir jetzt seit kurzem freigeschaltet. Müssen wir nicht mehr fahren. Huhuhuhuhu. Unglaublich schön hier nachts. Es ist nicht Nacht. Aber Altissia soll nachts noch viel schöner sein. Echt? Na gut. Chocobos haben wir ja noch nicht, schade. Aber wir richten uns Richtung malerische Liefertour. Was zum Teufel, du sollst den Baum nicht anspringen. Was suchen Sie heute? Stets zu Diensten. Wett. Eine Lucys Tomate besorgen. Ach so, sag das doch, ey. Bin voll verwirrt. Willkommen. Erstmal verkaufen wir ein paar Sachen, und zwar den Schrott hier. Herzlichen Dank. Ich muss ja auch irgendwo mal ein bisschen Geld verdienen, ne? Sammlermütze. So. Weißt du was, denn dieser Sensor? Ein Ersatzteil eines Detektors, der... Oh, das ist ein Bestandteil eines altertümlichen Mechanismus. Das hört sich gut an. Mithrilschaft.
Ja, weißt du was, komm. Ich will Geld haben. Ich will einfach nur Geld haben, bis ich keine Geldsorgen mehr habe und dann wird alles gut. So, hast du was Neues? Regenbogenstaub. Ja, habe ich dreimal im Inventar, ne? Ja, das brauchen wir auch nicht. Die Motorklinge. Das sind ja meine Sachen, ne? Die Motorklinge kann ich auch verbessern. Kaufen. Ja, kaufen wir uns hier erstmal von allem so 10 Stück, weißt du? Und dann haben wir ein bisschen was für unsere Zutaten. Herzlichen Dank. Pökelfleisch, ja. Aber Zutaten sind echt wichtig. Ich weiß, das macht uns wieder arm. Was soll's. Das kostet uns glatte 2000. 1000. Aber Zutaten, Freunde, Zutaten. Wir brauchen Zutaten. Wir müssen schöne Sachen kochen können. Das reicht. Mehr will ich nicht ausgeben. Es tut so weh. Was ist es? Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Sehr schön. Neue Rezepte. Ich habe immer noch nicht die Tomate gekauft, ne? Hey, ich kann hier keine Tomate kaufen. Stets zu Diensten. Eine Lucy's Tomate besorgen. Hier ist keine. Willkommen. Willst du mich verarschen? Oh, kann für verschiedene Gerichte benutzen, okay. Gibt's hier irgendwie Tomaten? Ja, Paprika habe ich hier, ja, aber. Hier ist keine Tomate. Oh, ich habe sie gerade gesehen. Ich habe 10 Stück davon. Schauen Sie mal wieder vorbei. Gut, wir haben eine Tomate organisiert. Und somit gehen wir auf zum Juwelier. Das wollte Taka doch. Ja, das ging ziemlich schnell. Da kann man ja kaum von Arbeit sprechen. Er hat halt ein gutes Herz. Kommt, bringen wir es gleich zu ihm. Ja, immer mit der Ruhe, Kollege. Ja, immer mit der Ruhe. Wir haben hier noch einiges zu tun. Oh, du siehst groß aus. Ich werde wohl auch demnächst mal wieder fischen gehen. Ich nehme jetzt extra ein bisschen mehr auf. Damit ich entspannt im Bett liegen kann und ein bisschen fischen kann. Willkommen am Galdin Kai. Weil ich merke schon langsam, dass ich langsam heiser werde. Krank heiser. Das ist nicht so gut. Der hängt da wieder an seinem Ort. Oh, sieht schön aus hier. Ah, der Prinz. Gut siehst du aus. Ja, ja. Tut mir leid mit dem Boot. Bei dem, was gerade los ist, sind sogar mir mit all meinen Kontakten die Hände gebunden. Kein Problem. Okay, weißt du, als Reporter allein reicht's gerade vorne und hinten nicht. Deswegen konzentriere ich mich auf meine Accessoires. Ach was. Und dachte so, vielleicht habt ihr Zeit. Wieso? Weil für euch Accessoires dabei rausspringen. Bringt mir einfach nur die nötigen Steine. Weißt schon, wie beim letzten Mal. Ihr geht auf Rohsteinsuche. Okay. Auf Rohsteinsuche, mal wieder. Hast du mal wieder Monster für uns am Start, ja? Könnte ich drum wetten. Ich Da soll ich hin. Na gut. Die schlimmsten Befürchtungen. Aber anscheinend will er uns nicht verraten. Zumindest vorerst nicht. Zuzutrauen ist der windigen Type alles. Also nochmal, Rohsteine. Hoffentlich nicht wieder in einem Monsternest. Es wäre schön, wenn wir nicht wieder in einem Monsternest laufen. Aber wir müssen als allererstes wohl schlafen gehen, weil es ist mitten in der Nacht. Es ist 21 Uhr. Das bringt uns so ziemlich gar nichts. Dass es so spät ist. Außer, dass wir natürlich wieder in diesen komischen Typen reinlaufen und der uns dann umbringt. Nicht so schön, ne? Ich weiß. Aber vielleicht finden wir auf dem Weg dorthin die Ersatzteile, die wir benötigen für die jeweiligen Quests. So, der Wohnwagen war da hinten, ne? Ja.
Ich finde, Wohnwagen ist auch viel gemütlicher als ein Hotel. Ganz ehrlich, du hast ein Hotel, da hast du, ja, da hast du ein bisschen Luxus, aber ein Wohnwagen ist gemütlich und ein Hotel ist Luxus. Und ich hab's lieber gemütlich, als im Luxus zu schweben. Nocked, heute mache ich dich fertig! Meinst du in King's Knight? Herausforderung angenommen. Da bin ich auch dabei, Jungs. Aber erstmal müssen wir es kochen, ne? Ja, Zeit D, Technik D. Wir haben auch gar nicht gekämpft seitdem. Null Erfahrung. Cool. Nichts bekommen. Ein paar billige Fotos gemacht. Ja, so gehört sich das. Okay, dann wollen wir mal. Wird doch mal wieder Zeit für was Neues, dann an unserem Auto, ne? Automatisch waren zum Aufgabenziel von der aufstrebende Juwelier. Lasst nichts liegen. Okay. Oh, hier würde ich gern ein Foto machen. Ja, mach. Klar, nur zu. Okay. Und zurück. Großartig. Also los, Bewegung. Ach, was macht man nicht alles für die Kinder? Ich weiß nicht, ob das so schön enden wird. Es könnte eine Zufallsbegegnung sein. Ich glaub, lasst uns hier ein Foto machen. Ich glaube, auf dem Foto wird ein Monster sein. Also los geht's. Ich glaube, auf dem Foto wird ein Monster sein. Oh Gott. Achtung, Aufnahme. Okay. Speichern wir das. Und teilen das auch. Komm. So schön hier. Hä? Wollte Punkte machen. So schön, hä? Fuck. So schön. Hier. So. Oh, großartig. Ja, 200 Erfahrung dafür. Zeile für Zeile 2. Gut. Auf geht's. Wir müssen zu unserem Ziel. War ein kleiner, niedlicher Stopp. Ich habe eigentlich gedacht, dass hier gleich irgendwie was übelst abgehen wird. Aber da haben wir nochmal Glück gehabt. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Seht mal. Das ist ja ein komischer Berg. Den würde ich gern fotografieren. Darf ich? Ja, komm, mach mal. Klar. Keine Zurückhaltung. Oh, klasse! Lasst uns noch etwas näher ran. Fotoshooting am Berg. Ist aber ganz schön weit weg, mein Freund, ne? Ah, da war Loot. So, stopp. Halt. Hier halten wir. Unsere Stelle. Na dann, sehen wir uns mal um. Ich habe Loot gesehen. Loot! Scheiß drauf, ob ich überfahren werde. Ich sehe Loot. Versteinertes Holz. Ach, er will den Berg fotografieren. Ah. Okay. Herz für Tiere? Nicht mit mir. Not! Was zum Teufel? Ich war noch nicht mal wirklich bereit. Ich hab noch die Waffen gewechselt. Und ganz ehrlich, Stufe 2. Ist schon ein bisschen lächerlich, ne? Weiter geht's. Jo. Wieso hat sich der Schatten hier gerade aufgerichtet? Achso. Oh. Schon wieder? Denen wird Hören und Sehen vergehen. Die sind schon Stufe 16, das ist schon ein bisschen härter. Weißt du, da hinten fahren die ganz gemütlich und wir kämpfen.
Das Einzige, was die machen, ist sowieso schießen, deswegen bringt wirklich Blocken nicht wirklich viel. Yay, ich weiche aus. Genug. Tschüss. Freundchen. Soll ich schon im Grab liegen? Unmöglich. Ich bin kritisch verletzt. Die Jungs drehen durch. Was ist denn los? Wir müssen Supertränke organisieren. Ganz ehrlich. Ich kann die ganzen Schüsse nicht ausweichen. Ups. Das ist doch nicht dein Ernst. Und Prompto ist am Arsch. Okay, den machen wir erstmal fertig. Ignis ist auch schon am Arsch. Ich zieh mir nochmal einen Supertrank rein. Ich werde das hier alleine reißen, ganz ehrlich. Theorie und Praxis, was? Wie unziemlich. Oh Gott, der Letzte. Was ist denn hier los, sag mal? Das war knapp. Alter, wie viele das waren. Geschafft ist geschafft. Oh oh. Den will ich auf jeden Fall kriegen. Wir sind ziemlich am Arsch gerade, ne? Kann ich vielleicht einen von denen heilen? Nee. Kriegen wir das hin? Müssen wir. Hoffentlich erwartet uns keine Tragödie. Lustig wird. Ist das die Gegend, die Dino meinte? Ja. Lasst uns die Suche beginnen. Au. Das ist ein Arsch. Ja, ich komm klar. Von hinten. Immer schön von hinten. Den Bengel aufs Maul. Oh Mann. Ziehen wir mal lieber einen Teil Trank rein. Schluss mit lustig. Wie sieht's da drüben aus? Ich glaube, wir gewinnen. Ja. Oh, das habe ich kaum gesehen. Und das auch. Haha. Man muss die Gegner echt kennen. Und dann kann man denen gut ausweichen. Die kommen schon wieder, das ist nicht euer Ernst. Macht ihn kaputt. Der Vorhang fällt. Bestimmt mit euch nicht. Es reicht's mir aber auch. Machen wir sie kaputt. Er hängt fest. Ich konnte. Einwandfrei, Punto. Ignis sieht nicht besonders fit aus. Das ist mir egal. Die werden jetzt fertig gemacht, die Bengel. Was kommt hier denn zweimal hintereinander? Wie soll man das denn schaffen? Hä? Ups. Auf. Tut mir leid. Voll die Schweine, ganz ehrlich. Ruh dich besser aus, Mann. Und dann sind die auch noch 16. 16, zweimal hintereinander. Das ist doch nicht normal. Hab ich vielleicht einen Durst? Ich bin am Verhungern. War ja auch ein harter Kampf. Machen wir doch scheiß Foto. Lass uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Das ist ja ab. Wir haben gerade drei Kämpfe hintereinander gemacht. Drei Kämpfe hintereinander. Das ist doch nicht normal. Fotozeit. Ja, das fand ich jetzt nicht so super. Großartig. Hey Noct, über dir. Leckt mich, ganz ehrlich. Das ist doch nicht euer Ernst. Wie oft denn noch? Habe ich noch Zauber am Start? Pass auf, die bängen wir weg. Die hauen wir jetzt weg. Das geht nicht. Nö, das sehe ich jetzt gar nicht ein.
So, in Verbindung mit Dreierkette hier, komm. Ups. Ausrüsten. Hier räume ich auf. Hä? Mist. Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Erwischt. Ihr dreckigen Säcke, das habt ihr davon, ey. Ganz ehrlich. Das sind ja einfach noch mehr. Halt durch, ich komme. Verdammt. Ihr Pisser sei... Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Ganz ehrlich. Ihr könnt doch nicht fünfmal hintereinander kommen. Scheiße. Ignis! Ist mir jetzt auch scheißegal, komm. Hier. Ist gut, Kleiner. Es ist vorbei. Alter, das ist doch nicht. Wie oft kommen die denn hier? Das ist doch nicht normal! Hey! Lass den Quatsch! Meine Waffen noch gewechselt, ja? Alles gut. So, hier muss das irgendwo sein. Alter, wenn die nochmal kommen, dann drehe ich durch. Dann drehe ich richtig durch. Abgegraste Stellen werden nach einiger Zeit wieder aktiviert, okay. Ah, ich sehe schon. Nur noch eben Postboten spielen. So, weg hier. Einfach weg hier. Ganz ehrlich, das ist nicht normal. Nein! Nein! Ich bin fertig, ich muss mich ausruhen. Das könnt ihr knicken. Wir können doch nicht nochmal kämpfen. Leute, das ist... Wir kaufen uns gleich ein paar Supertränke. Was ist denn los? Bring mich bitte zum Kai. Einfach nur zum Kai. Ja, komm. Das ist doch nicht normal, habt ihr das gesehen? Da sind die nochmal gekommen! Da sind die einfach nochmal gekommen! Das ist doch nicht normal! Wir gehen gleich erstmal essen und uns erholen, das ist so... What the fuck? Einfach what the fuck? Mir, da fällt mir nichts zu ein, Leute! Da fällt... Dreh durch. Ich dreh einfach durch. Oh, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Komm, gib mir Heiltränke. Hallo auch. Was suchen Sie heute? Supertrank, bitte. Gib mir gleich 20. Gib mir nur 30, gib mir 30, ganz ehrlich, 30. Herzlichen Dank. Oh. Stets zu Diensten. Das war doch abnormal. Das kannst du doch nicht bringen als Entwickler. Das war ja Stress pur. Die sind ja... Kaum waren die einen durch, kamen die nächsten. Da war ich noch mitten in einem Zweihornkampf. Naja. Ist jetzt auch Wumpe. Da würde ich gerne gleich mal hingehen. Da gibt's doch bestimmt irgendwas. Sieht schon so auffällig aus. Und da hinten an der Ecke waren wir auch noch nicht. Eigentlich müssen wir hier ein paar Stellen mal abgrasen, ne? Willkommen am Galdin Kai. Hallo. Du gehst mir auch kein Stück auf die Nerven. Hör auf, hier auf den Arsch zu gucken. Habt ihr das gesehen? Da hat ihr auf den Arsch geguckt. Du bist vergeben! Okay, ich weiß, du glaubst, die ist tot, aber... Prinzipiell trauert man, bevor man auf andere Ärsche guckt. Ausgezeichnet! Ich hoffe, Prinz und Gefolge sind wohlauf. Ja, ja. Wunderbar. Kannst echt stolz auf dich sein. Dein Einsatz macht die Welt ein wenig sicherer. Wieso das?
Normalerweise trauen sich einfache Bürger nachts nicht raus. Aber manchmal müssen sie, ob sie wollen oder nicht. Sicher. Also, für diese armen Schlucker sind meine Accessoires. Und für dich. Hast schließlich eine Belohnung verdient. Hier, probier's einfach mal aus. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Verdammt, jetzt habe ich den Ohrwurm wieder am Start. 500 XP dafür, ey, komm, geh nach Hause. Da habe ich locker mehr verdient und ich muss jetzt erstmal schlafen gehen. Bin ich voll. Noch eine Aufgabe. Hast einen verdammt guten Riecher, Prinzchen. Schon mal daran gedacht, Reporter zu werden? Wäre ein ziemlich steiler Karriereknick. Na gut, könnt jedenfalls mal wieder Hilfe gebrauchen. Sorry, für mich ist der Trip einfach zu gefährlich. Für euch aber nicht. Und es lohnt sich. Hello, Dore für den Hallo Dore Dodri. Bis zum nächsten Mal. What? Schon wieder ein Botengang? Bislang hat es sich immer gelohnt. Also sollten wir uns drauf einlassen. Hast schon recht, aber trotzdem. Sag nicht, du willst dich beschweren. Was müssen wir denn machen? Stufe 15. Dino hat Noctis abermals gebeten, ihm rohe Edelsteine zu besorgen. Und der Prinz erklärt sich bereit, dem ambitionierten Juwelier zu helfen. Ah, da hinten müssen wir hin dafür, ey. Das ist ein ganz schön schönes Stück, ne? Ist sie schon ein ganz schönes Stück, du. Aber macht nichts, das machen wir sowieso später. Wir haben hier nämlich noch den hier. Und vor allem die malerische Tour, ne? Gut, ich würde sagen, wir machen einen Abstecher nach Hammerhead und dann werden wir direkt weiterfahren dahin, wo auch immer da ist. Vorzüglich. Aber erstmal würde ich würde ehrlich gesagt gerne da hinten in die Ecke gehen. Schwimmen kann ich ja leider nicht, ne? Nein. Leider nicht. Das Spiel ist so schön, dass sie vergessen haben, Schwimmen zu entwickeln. Weiß gar nicht, wo ich als erstes hin will. Also es geht in diesem Spiel auf jeden Fall um Erkunden und diese Viecher da, die sehe ich jedes Mal und ich will sie jetzt mal platt machen. Wir laufen zuerst mal nach links und das nächste Mal, wenn wir hier sind, laufen wir nach rechts. Es ist cool. Oder ich mache das solo. Keine Ahnung. Wir laufen erstmal nach links. Eigentlich sind Erkundungen eher so Solo-Aufträge für einen Let's Player. Fähigkeiten der Kategorie Erkundungen verhelfen zu mehr FP. Ach, ich wollte schlafen gehen. Es ist mitten am Tag. Bin trotzdem müde. Und völlig fertig. Im letzten Kampfrhythmus. Die sitzen und warten, bis ich gepennt habe. 15! Nice. Ziemlich cool. Ich weiß. Ich glaube. Gladio sieht echt immer cool aus. Ich glaube, der steht auf Gladio. Guckt sie an. Es ist nur Gladio. Überall, wo man hinguckt. Selbst da hinten im Hintergrund. Das ist wie wir zum Wohnwagen schlaufen. Schön. Epischer Gangster. Schöner Morgen. Na? Okay, wir haben es morgens. Es wird Zeit, da hinten ein paar Viecher Platz zu machen. Um zu gucken, was da hinten mal ist. Wir gehen zuerst mal durch die Höhle. Höhle sieht ja aufregend aus. Oh, da liegt ja was. Rostete Münze. Wow. Zeit zu gehen. So, los geht's. Los geht's. Stuff. Fongo Ongo. Komischer Name. Vielleicht finden wir hier irgendwo ein Dungeon. Das wäre doch mal was. Dass hier einfach mal random so ein Dungeon versteckt ist. Oh, da hätten wir uns auch ausruhen können. Da, die Krabbenviecher. Oh, wir können unsere Magie aufladen. Yes, please. Kann man auf jeden Fall gebrauchen, ne?
Und dann gucken wir uns mal die Krabbenviecher an. Level 4. Ist ja schon nahezu erbärmlich. Du bist ja richtig in Fahrt. So bin ich halt. Schluss jetzt! Hasta la vista! Was hast du denn da für ein Geschütz, alter Schwede? Tut mir leid. Nice. So, kaum Leben verloren. Gehen wir. Ja. Leider ist hier nichts. So ein bisschen Loot, ne? Na ja, gut, so, Erkundungen sind eher für mich. Wenn ich etwas finde, dann kann ich ja die Aufnahme einfach starten. Mich einen Keks freuen, ne? Oder mir den Ort merken. Und dann später nochmal zurückkehren. Na gut. Ich will... ja, zum Auto zurückkehren. Das wusste ich nicht, dass das geht. Wozu laufe ich immer zu Fuß? Da sind wir geübt. Okay, automatisches Fahren nach Parkplatz. Hammerhead, please. Hammerhead. Nein, ich habe Nein gedrückt, ne? Liegen. Okay, los geht's. Ich wollte Ja drücken. Aussteigen. 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 Noct, wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Hab ich schon. Okay. Nein! Seid ihr soweit? Okay, los geht's. Okay, ganz ruhig. Parkplatz, Hammerhead, ja. So, erledigt. Talente überleben. So, Hammerhead. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Gut, wir könnten unser Auto pimpen. Kommt, lasst uns shoppen. Ja, gute Idee. Na los, schwert ab. Ich warte hier, bis ihr zurück seid. Ich muss erstmal das Dingesbums finden und dann können wir erst die Waffen modifizieren. Gutes Timing. Ich hab neuen Lack im Angebot. Nice one. Ach, Wartung brauche ich nicht. Was darf's sein? Sucht euch eine Farbe aus. Dafür fehlt mir leider das Material. Also irgendwie schade. Ich hab nur diese zwei. Designpaket. Mehr hab ich im Moment nicht auf Lager. Wir nehmen mal das Welches Design möchtet ihr gerne? Lass mich doch reden. Ich nehme das Designpaket mal weg und dann gucken wir mal, was wir hier so haben. Nein. Die Deko will ich nicht. Was hast du hier? Rennstreifen. Nehmen wir die Rennstreifen. Die sehen ganz gut aus. So, Beifahrerseite. Was für euch dabei? Rennstreifen. Welches Design möchtet ihr gerne? Rennstreifen. Nee, was war das andere? Vielleicht sieht das andere hier oben ganz gut aus. Ja, das kann man machen. So, Front. Was für euch dabei? Rennstreifen. So. Sieht doch ganz gut aus. Und das Welches Heck Design möchtet ihr gerne? Bekommt auch das hier. So. Gucken wir uns nochmal den Lack an. Welche Farbe soll's sein? Oh, nehmen wir mal tiefenblau. Ja, sieht kacke aus. Wir müssen weiß nehmen, weil das andere kacke aussieht. Schade, ich find's ein bisschen schade. Okay. Dass wir halt so wenig haben. Ich habe abgebrochen. Bis bald, Jungs. Abgebrochen. Ja, gut, dann. Scheiß drauf. Ich habe abgebrochen. Ja. Ich habe abgebrochen. Warum? Verdammt. Ja, gut, fahren wir so weiter. Ja, die Folge ist ja sowieso vorbei. Da kann ich nämlich gleich erstmal schön die Farbe noch ändern. Hey, wie ist die Lage? Wollt ihr was essen? Hä? Passt bloß auf da draußen. Oh. Seid ihr schon fündig geworden? War viel zu einfach. Wenn Sid das wüsste.
hast wohl recht. Beim nächsten Mal sollte ich die Anforderungen vielleicht noch ein wenig höher ansetzen. Trotzdem, ihr habt mir einen Besorgungsgang erspart. Dafür sollt ihr nicht leer ausgehen. Kocht was Nettes damit. Ich gebe ihm eine Tomate und er gibt mir was zurück? EP. Jo, damit kann ich kochen. Ah, Gigi-Schinken. Lederne Kartoffel. Schafsmilch. Fongo Pongo. Fongo Ongo. Was weiß ich. Ah, noch eine Quest. Habt ihr Zeit, mir wieder ein bisschen zu helfen? Klar. Ist das wieder bloß eine Einkaufstour? Nein, die Schonzeit ist vorbei. Für euch hat jetzt die Jagdsaison begonnen. Ihr sollt mir was erlegen. Die Beute möchte ich für ein neues Gericht verwenden. Ich hoffe, ich überschätze euch nicht. Das wäre dann wohl erledigt. Jägerschnitzel wider Willen. Ein Schwertschweif-Lendenstück. Okay. Das werde ich irgendwann mal hinkriegen. Wir haben so viele Nebenmissionen, das ist krass. Gut, Freunde. Er will wohl sein Angebot erweitern. Sowas hat er erwähnt, ja. Vielleicht lässt er uns ja probieren. Wir sollten ihn nicht warten lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Das Auto wird dann anders aussehen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.